Einen wundervollen guten Morgen, digital Nomaden. Es ist jetzt schon kurz vor 12, schon den ganzen Vormittag worked. Sehr, sehr gut, Video geschnitten, Video schneller raus, Videos produziert und so weiter und so fort. Äußerst schön. Heute ist der vorletzte Tag des Sales-Zeitraums fürs Package to Awesome People Conference. Geil, heute wird nochmal ein fetter Tag, aber erstmal draußen bei diesem herrlichen Wetter. Verledigung. Erste Mission für heute, Skateboard reparieren lassen. Das ist nämlich bei meinem Hinterrad, weiß nicht, ob man das erkennt, es ist voll wackelig, weil ich es einfach so oft schon irgendwie über irgendwelche Dinge gejagt habe. Jetzt gehe ich mal zu Titus und die reparieren das hoffentlich. Da war nämlich Lilo und hat sich ein neues Kugellager einbauen lassen und das ist jetzt sogar noch viel geiler als vorher, hat sie gesagt. Cool, danke dir. Ciao. Wow, das ist gleich was ganz anderes. Das Ding ist viel smoother und man merkt die ganzen Erschütterungen gar nicht so. Geil. Macht Bock. 23 Euro hat das jetzt gekostet, mehr als Board an sich, aber egal. Liebe Leute, heute möchte ich mal, oh, ist das der schönste Content-Part-Spot, den ich seit Ewigkeiten habe? Der schlägt ja das rote Tomatensofa nochmal um Längen. Wundervoll. Heute geht es um das Thema Produktivität, aber eben nicht so, wie ihr das vielleicht denken würdet. Mein Nummer 1 Produktivitäts-Hack und Tipp ist ein Stück weit anders als das, was man immer wieder über Produktivität liest. Und zwar, was mir bewusst geworden ist, im Zuge dieser Zeit, ich habe jetzt in 3,5 Monaten von der Idee Awesome People Conference das Ding komplett umgesetzt, über 5000 Leute dabei gehabt, auch eine ganze Menge Kohle damit verdient, ganz viele neue Leute ins Boot geholt, ganz viele neue Leute begeistert, eine Community gestartet, eine Bewegung gestartet, regionale Gruppen, die sich jetzt untereinander vernetzen und Meetups veranstalten und Masterminds veranstalten. Und ich habe einfach was gestartet, was richtig Geiles in der Welt bewegt. Und das war vor 3,5 Monaten noch eine Idee. Und wie habe ich das geschafft? Wie habe ich es geschafft, so produktiv zu sein? Und die ganze Sache ist im Prinzip viel einfacher, als ihr das denkt. Die meisten Menschen, die sich mit dem Thema Produktivität beschäftigen, sollten sich überhaupt noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigen. Aus meiner Sicht ist das Thema Produktivität, wie kann man Produktivität steigern, wie kann man mit kleinen Produktivitätshacks noch mehr rausholen, erst sinnvoll, wenn man schon 80% des Weges geschafft hat. Mit sich mit Produktivität zu beschäftigen, macht erst Sinn, wenn man schon ein Stück weit produktiv ist. Und deswegen ist es keine gute Idee, wenn man jetzt noch so einen Alltag hat und ein bisschen auf dem Sofa gammeln und irgendwie nicht so richtig gebacken kriegt, sich dann mit Produktivitätsstrategien zu beschäftigen. Das macht keinen Sinn. Mit denen können wir uns beschäftigen, wenn wir schon richtig krass unterwegs sind, um dann noch ein paar extra Prozent rauszuholen. Aber was das Wichtigste am Anfang ist, ist ganz einfach, just do it. Fang einfach an. Wie habe ich es geschafft, so produktiv zu sein und so viele Dinge zu bewegen, indem ich einfach angefangen habe und indem ich einfach viele Stunden reinstecke und indem ich einfach viele Dinge ausprobiere. Ich habe auch Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, das Wichtigste, der wichtigste Produktivitätshack der ganzen Welt ist, keine Angst zu haben, zu failen und so viel reinzuwerfen, wie nur irgendwie möglich. So viel zu machen, wie geht. So viele Stunden reinzustecken, wie möglich. Und egal, ob wir dann mit der krassen Effizienz unterwegs sind oder nur mit mittelmäßiger Effizienz, wichtig ist, dass wir erstmal in eine Routine kommen, in eine Routine des Handelns, in eine Routine des täglichen Handelns, in eine Routine des täglichen, intensiven, langen Handelns. Wenn wir das haben, wenn wir das aufgebaut haben, wenn wir über Wochen hinweg täglich, intensiv und richtig, richtig, richtig viel bewegen, dann können wir anfangen, uns mit Produktivität zu beschäftigen und dann können wir anfangen zu gucken, wie können wir jetzt da noch ein bisschen tweaken, wie können wir irgendwie noch einen geileren Workflow, wie können wir irgendwie coole Tools verwenden, um dann noch mal ein paar Prozent rauszuholen. Aber mit diesen Tools, mit all diesen Hacks, mit allen Checklisten und was auch immer, was man da alles machen kann, kann man eben nicht den Start schaffen. Das macht keinen Sinn. Den Start schafft man, indem man sich sagt, es ist völlig egal, ob ich perfekt oder mittelmäßig oder großartig unterwegs bin. Es ist voll, voll, voll egal. Wichtig ist einfach nur, dass wir in diese Handlung, in dieses Momentum von Handlungen reinkommen. Und das schaffen wir. Und das ist das Einfachste der ganzen Welt. Das ist das Einfachste der ganzen Welt. Just do it. Leg einfach los. Es ist egal, womit du anfängst, Hauptsache du fängst an und machst dann den nächsten Schritt und den nächsten und morgen den übernächsten und wieder den nächsten und wieder den nächsten und übermorgen weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und wenn man das über Monate hinweg macht, dann ist man automatisch produktiv. Egal, ob man sich jetzt mit Produktivität beschäftigt oder nicht. Diese Stunden, die wir reinstecken, diese Zeit, diese mentale Kapazität, diese ganze Energie, die wir in ein Projekt, in ein Ziel reinstecken, die machen uns automatisch produktiv, wenn es einfach viel ist, wenn wir einfach in so eine Routine reinkommen. Und wenn wir einmal in dieser Routine drin sind, dann ist es, und das ist das Schöne,
dann ist es viel einfacher. Jetzt mittlerweile, ich habe das Gefühl, nächste Woche, 3 Tage in der Ostsee, dann erstmal wieder Fokus bekommen, erstmal realisieren, was gerade passiert ist und gucken, wie geht's jetzt weiter. Ich glaube, dass mir das echt schwerfallen wird, weil ich so gerade so ein Zug bin, der so mit 700 km/h fährt und dann nächste Woche dann auf einmal ein Bahnübergang ist und ich dann halten muss. Oder beziehungsweise langsam drüber tuckern muss. Und das wird schwer. Und das ist aber geil. Das ist geil, weil ich so ein Momentum aufgebaut habe, weil ich einfach eine krasse Produktivität gerade aufgebaut habe und ich mich eben nicht mit Produktivitätstechniken und Tipps und Tools und Hacks und so weiter beschäftige, sondern indem ich einfach mache. Und das ist das Wichtigste. Und so fängt man an. Alter, das ist so schön hier gerade. Ich würde am liebsten noch viel weiter filmen und noch irgendwie zigtausend Timelapses drehen, aber ich kann nicht. Ich habe in 11 Minuten Friseurtermin, deswegen muss ich da jetzt schnell rüber. Also ein kleines, kurzes Highlight-Reel schaffen wir schon noch. Just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name. Oh, my Indian summer. Witzig, Berlin ist so riesig, wir sind 3,5 Millionen Menschen hier und jetzt gerade Jeff und Laura getroffen, die sind so krass. Wir haben jetzt bei sich zu Hause in Mönchengladbach irgendwie alles gekündigt und so und sind jetzt unterwegs. Jeff macht ja Straßenmusik und sind jetzt unterwegs durch Deutschland, meine schöne Frankfurt und überall und sind jetzt hierher für das Wochenende natürlich für die 400 Tomatenshow und so geil. Jeff hat auch einen YouTube-Kanal, wo es schöne Videos darüber gibt, so wenn euch das interessiert. So ein Roadtrip der etwas anderen Art, leg ich euch mal hier. Guckt gerne mal rein. Nächster Tag. Boah, fliegt da irgendwas in die Fresse. Nächster Tagesordnungspunkt-Treffen jetzt kurz. Blüht mit Daluma, mit Lynn. Lynn unterstützt uns nämlich am Wochenende bei der 400. Tomatenshow bei der Organisation. Wir haben einiges zu besprechen. Jojojo. Hey. Okay, bevor wir jetzt fett reinsteigen, das ist übrigens Lynn. Hallo. gibt es jetzt einen, wie heißt das? Rehab. Das ist mit Aktivkohle. Ich würde sagen, cheers. Deiner sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als meiner. Mal gucken. Boah, das schmeckt fast wie Cola. Wie Cola bist du gesund. Crazy, auf dem Schild steht auch, dass man nur maximal einen am Tag und maximal 3 Tage hintereinander, weil es irgendwie voll entgiftet. Und ich musste das natürlich ausprobieren, so crazy, wie das aussieht. Ist aber gut, bist du mit deinem zufrieden? Cool. Ja, wir setzen uns jetzt in die produktive Session. Ganz viel wartet. Naja, das war gut. Lynn ist voll auf Zack, schön. Ich glaube, das wird fett, das wird cool. Das stützt am Wochenende fleißig mit. Hilft bei der Organisation und wird eure ganz persönliche Ansprechpartnerin sein für alle, die kommen und irgendwie Fragen haben oder keine Peilung haben, wo es als nächstes hingeht oder wie das passiert und so weiter und so fort. Haut am besten Lynn an. Und ja, jetzt begebe ich mich auf eine Mission und zwar hier drin habe ich die Überreste der Drohne, die vor 2 Wochen weggeflogen ist. Und ich hoffe, dass ich es irgendwie deichseln kann, dass sie mir glauben, dass ich nicht schuld daran bin. Und mir das Ding ersetzen und ich eine neue bekomme. Ich bin noch nicht so ultra zuversichtlich, aber wir geben das Beste. We got it! Aber ich musste sie kaufen. Moment. Also, Sache ist die, dadurch, dass die Drohne nicht da ist, kann der Konrad mal nichts einschicken. Und weil er nichts einschicken kann, kann er auch nichts machen. So. Und deswegen muss ich jetzt auf der Webseite mich mit DJI in Verbindung setzen und denen direkt die Situation schildern und dann hoffen, dass die irgendwie sagen so, okay, glauben wir ihnen einfach mal. Auf jeden Fall brauche ich eine scheiß Drohne, deswegen habe ich jetzt einfach eine gekauft. Und wenn das Wiedererwarten doch funktionieren sollte mit der anderen, dann habe ich halt einfach eine in Reserve, was auch keine schlechte Sache ist. Auf jeden Fall sind wir back in the drone game. So take me away. Place. Don't wanna wait.
Jahren in einem Netto, einem scheiß Netto-Discounter. Guckt euch das an. Krass. Veganzregal, Rawfood-Riegel. Das waren gut investierte 4,5 Stunden. Sehr, sehr schön. Skateboard läuft wieder, Meeting mit Lynn. Kurze Haare, Drohne, Content-Part eingekauft, was zu essen organisiert. Jetzt geht's an die Arbeit. Ich bin jetzt auf die Brille gewechselt, muss die Augen schauen. Die müssen am Wochenende noch viel machen. Und ich muss euch was zeigen. Ich bin ein Stück weit so ein Nerd, wenn es darum geht, dass Dinge einfach schön aussehen. Und das macht mich einfach von innen raus glücklich. Guckt euch das mal an. Shawny hat hier einfach großartige Arbeit geleistet. Guckt euch das an. Wir haben jetzt einheitliche Gruppenbanner für die ganzen Awesome People-Gruppen. Und das nochmal ein Shoutout. Ich packe euch unten rein ein Dokument aus der Übergruppe, aus der Awesome People-Conference-Gruppe, wo alle Gruppen aufgelistet sind. Da könnt ihr gucken, ihr kommt von da, ihr kommt von da, ihr kommt von da. Und euch in die jeweilige Gruppe reinjoinen, weil da wird es in Zukunft eine Menge Meetups, Masterminds, coole Dinge und so weiter geben. Da wird es nicht nur die Leute in Online und mit Posts geben, sondern im echten Leben. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen, guckt euch das an. Ist das nicht ein Traum? Das ist die Berlin-Gruppe. Dann haben wir die Hamburg-Gruppe. Dann haben wir, ja, überfordert. München-Gruppe. Und Köln. Und Frankfurt. Und Stuttgart. Und Wien. Und Bielefeld. Ist das nicht ein Traum? Und wir kriegen jetzt noch, Dortmund-Gruppe gibt es noch, das steht noch bei Shawny auf dem Schreibtisch. Nürnberg gibt es noch. Leipzig und Hannover sind noch nicht gegründet, aber die will ich auf jeden Fall auch ins Leben rufen, weil ich weiß, da gibt es auch eine Menge Leute. Und Düsseldorf kommt, glaube ich, noch. Genau, das sind die ganzen Gruppen. Geil. Wenn ihr aber irgendwo herkommt, wenn ihr zum Beispiel aus Rostock kommt und sagt so, ich kenne da auch eine Menge Leute, startet einfach so eine Gruppe. Voll geil. Schreibt mir Nachricht, dass ihr die Gruppe gestartet habt. Oder aus Zürich oder wo auch immer ihr herkommt, schreibt mir eine Nachricht und gründet eine Gruppe und ladet eure Leute ein. Lasst uns das Ding gemeinsam richtig, richtig fett machen. Wisst ihr, was richtig geil ist? Guckt euch mal das an. Hier brechen gerade die Wolken zusammen. Guckt euch das an. Da. Überall. Überall. Und das Großartige an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt gerade fett am Regen ist. Wir haben jetzt gerade Donnerstagabend. Und jetzt guckt euch mal das an. Am Wochenende steht die 400... Alter, wenn ich weiß, steht die 400 Tomatenschau auf dem Programm. Und da sieht das Wetter so aus. Nice Sonne, all day long. Bam! Wisst ihr, was ich so geil an diesem Kanal finde? Dass so viele verschiedene Themen zusammenkommen und dass es mir so oft passiert, dass mir Leute schreiben, ich bin eigentlich wegen Thema XY gekommen und finde es jetzt aber auch richtig geil, dass es was zum Thema Z gibt. Und das inspiriert mich ebenfalls. Leute, die wegen dem Business gekommen sind und dann sehen, wie ich jeden Morgen meine grünen Smoothies trinke und deswegen jetzt ebenfalls anfangen, sich gesünder zu ernähren. Oder Leute, die eigentlich eine Weltreise machen wollen und jetzt mitkriegen, okay, wie cool das eigentlich ist, auch YouTube-Videos zu drehen und all diese verschiedenen Dinge. Das finde ich richtig geil. Und für jeden von euch, der eigentlich sagt so, yes, ich will mein eigenes Business aufbauen und ich will erfolgreich werden und ich will irgendwie was Geiles machen, was mich erfüllt. Und die dann aber sehen so, ha, okay, eigentlich ist der Bereich Ernährung auch richtig wichtig. Für all die habe ich einen Tipp. Wenn ihr nämlich noch am Anfang steht, großartig. Es gibt ein E-Book von Laura von Semper Veganis. Laura und Jan machen zusammen den großartigen Channel Semper Veganis, waren auch in der Awesome People Conference mit dabei und Laura hat jetzt ein E-Book geschrieben. Pünktlich zu ihrem Geburtstag ist es rausgekommen. Laura hat nämlich heute Geburtstag und deswegen, ich verlinke euch unterhalb mal dieses E-Book. Ich habe gerade so ein bisschen reingestöbert. Wenn ich nicht schon vegan wäre, dann hätte ich es mir sowas von gekauft. Das ist nämlich echt richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen darf, aber ich zeige es einfach mal. Ich hoffe mir, die beiden sind mir nicht böse. Es gibt richtig, richtig, richtig schöne Aufteilungen. Am Anfang geht es so ein bisschen in die Theorie rein. Wie geht man das Ganze eigentlich an? Wie organisiert man sich und so weiter? Was hat es hier mit den ganzen Mythen rund um Gluten und Soja und so weiter auf sich? Und dann kommen die fetten Rezepte und ich will euch davon mal ein paar zeigen. Guckt euch das an, jetzt hier, Theorie, da. Und jetzt Apfel-Zimt-Milchreis, what the fuck? Hier, give it to me. Oh mein Gott, das zum Thema, als Veganer kann man noch nichts mehr essen. Hier, guckt euch das an. Guckt euch an, das ist ein Traum. Was ist das hier alles? OMG, Kartoffelbrot. Was es alles gibt. Da ist der Tod drauf. Koriander, dieses Rezept muss direkt raus. Geil. Pizza, von wegen. Leute, ich verlinke euch das Ding unten drin. Es kostet, was kostet? Das ist geschenkt, glaube ich. Das kostet nur ein paar Euro. Ich hab's nicht ganz auf dem Schirm. 7 Euro oder sowas. Warte, ich suche ganz kurz. Ich hatte sogar noch die Seite hier offen. Hier ist sie. 7,99 € bis zum 6. Juni. Der 6. Juni ist, wenn ich richtig kombiniert habe, Montag. Holt euch das Ding. 7,99 € alleine, um Laura einen schönen, großartigen Geburtstag zu bescheren, wollte ich sagen. Holt euch das Ding. Richtig geil. Boah, kurz vor 11. Wir sind durch für heute.
Ich habe gerade noch alle restlichen Kommentare von euch abgecheckt, die unter den 5 Lieblingsvideos kamen, die jetzt nochmal neu freigeschaltet wurden. Da kam auch nochmal eine ganze Menge. Ganz auf Facebook, ganz auf YouTube und so weiter. Leute, ihr ballert mich so krass voll. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, wie viel in letzter Zeit abgeht. Einfach die Interaktion ist so durch die Decke gegangen. Tausend Dank dafür. Ich gehe jetzt schlafen. Erst noch kurze Sportsession draußen. Handstandtraining. Und dann gehe ich schlafen. Und wir sehen uns morgen. Und fettester rechter Haken an dieser Stelle nochmal. Morgen, oder beziehungsweise für euch heute, ist der letzte Tag, an dem das Package mit den Aufzeichnungen aller 27 Interviews zum Sonderpreis von 59 Euro erhältlich ist. Und außerdem ist es auch der letzte Tag, an dem ihr den Gratis-Zugang zu Thomas' Goal-Setting-Kurs bekommt, der alleine 57 Euro kostet. Ich sage es immer wieder, alleine dafür lohnt sich das Ganze schon. Bonusmaterial, Behind-the-Scenes-Video, Audiodateien, alles mit am Start, ihr Lieben. Bis Mitternacht ist der Kurs noch für 59 Euro erhältlich. Ich verlinke euch unterhalb nochmal die Page. Es wäre mir mega fest, wenn ihr von den Videos der Konferenz profitieren konntet, wenn ihr sagt, okay, ich hole mir das Ding. Es wäre so geil. Das, was ihr reinsteckt, gebe ich direkt wieder an Energie raus. Plan die nächste Konferenz. Es kommt alles wieder so krass vielfach zu euch zurück. Ich kann euch das nur sagen. Waren krasse 2 Wochen auf jeden Fall die Konferenzzeit jetzt. Boom! Am Wochenende steht die Tomatenschau 400 auf dem Programm. Es bleibt spannend. Ihr Lieben, wir sehen uns.